So, moin moin, willkommen zu meiner Campingausrüstung. Ja, hier habe ich mal alles aufgereiht. Also die meiste Vierzeug ist von Decathlon. Das habe ich von Amazon. So ein Ein-Mann-Zelt. Könnt ihr mal schauen. Also was ich kann dazu sagen, ich habe da schon ein paar Nächte draußen verbracht und es war immer gut. So, das ist eine Isomatte, die ist zum Drunterlegen, die isoliert noch mal ein bisschen. Das ist einfach so ein Kniepad von Decathlon. Kannst du dir, wenn ich irgendwo hinsetzen willst oder so ein Zeug, legst du das drunter. Hast keinen dreckigen Hintern. Dann noch eine Isomatte, die ist auch ganz gut. Also bis minus 5 Grad so geht das alles noch klar. Also bei minus 10 und so ist das schon, also alles minus 5 Grad ist schon kalt, aber das geht noch. Aber so alles, was da drunter ist, das würde ich euch nicht empfehlen. So, dann noch ein Opinel. Für zum Essen machen und so. So ein schönes Feuerstahl, auch von Decathlon. Ein schönes Paracord, falls man irgendwas festbinden muss oder ja, eine Elefantenhaut, die ist sehr gut, die ist von der Bundeswehr. Die legt man sich unter sein Zelt, dass da nichts durchsticht. So, dann noch ein paar Zigarren. Ja, die haben eigentlich nicht viel zum Überleben. Also ja, ich schaue einfach, ob die noch reinpassen, ne? So, noch ein paar Zigarillos. So, da haben wir noch eine Gasflasche von Decathlon gekauft. Dicker Oschi. Aber funktioniert halt, ne? Noch so ein Bunsenbrenner. Ist ein ganz schön dickes Ding. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der heizt gut alles auf. Ja. So. Natürlich auch ein Feuerzeug, um alles anzuzünden. So, natürlich noch Verpflegung. Schokolade, noch mehr Schokolade. Salami-Sticks zweimal. Eier auch zweimal. Dann noch ein bisschen Brot. Dann noch Mandeln. Ein paar Erdnüsse. Bisschen Tabasco, Mettenten. Ich habe irgendwie gerechnet, dass ich so, ich wollte zwei Nächte schlafen, habe ich gerechnet mit 4000 Kalorien am Tag, 2000 Grundbedarf und nochmal 2000, weil ich mich ja viel am Bewegen bin. Und mit dem einen zusammen hier komme ich ungefähr auf 10.000 Kalorien, ohne die Eier mit eingerechnet. Also die haben bestimmt auch nochmal 2000 Kalorien, dass ich da auch gut versorgt bin, ja. Noch natürlich Reis. Reis, das hat auch dick Kalorien. Da kann man nichts sagen. So, dann noch ein Bundeswehr-Schlafsack. Ja, der geht so bis 0 Grad. Ist ja ganz. Ist das noch komfortabel? Bis minus 5 geht noch, aber danach ist Kacke. Dann haben wir noch ein Raincover für meinen Rucksack. Noch ein Radio, dass man ein bisschen Musik hören kann. Ich weiß nicht, ob. Ja, mal schauen, ob ich alles reinkriege. Ne? Hier habe ich noch ein bisschen ein Handtuch, auch vom Decathlon. Das sind so dünne, funktionale Handtücher. Die trocknen schnell, saugen gut auf. Das ist sehr gut. Und dann, ja, ich weiß nicht, was man sagt, man verschiedene Sachen mit dem Schlafsack, dass man nackt reingehen soll und alles. Aber ich ziehe mal Jogginghose Oberteil an. Damit ging es mir immer gut. Ja, das war's erstmal. Ah, den Rucksack muss ich noch vorstellen. Na, der Rucksack, das ist auch ein günstiger von Amazon. Und ich muss sagen, der hat mir auch Treudienste geleistet. Also wenn man da noch so was Feineres holt von Tasmanian Tiger, hat man wahrscheinlich noch ein bisschen was Besseres. Also hier ist einfach eine Platte drin als Tragesystem. Aber die Henkel, die sind vernünftig. Also das ist festerer Schaumstoff. Hier haben die auch diese Flügel. Die sind sehr dünn, aber das tut seinen Zweck. Es liegt auch halbwegs vernünftig auf dem Rücken. Und durch diese gesparte Ausrüstung ist ein wenig leichter. Aber ob man in dieses Tragesystem investieren will, das sei jedem selbst überlassen. Und noch ein Notizbuch für Notizen, falls einem was Gutes einfällt, ne?
Ich habe mir gedacht, ich mache eine schöne Dropshot-Montage. Dafür habe ich hier ein paar Dropshot-Bleie in verschiedenen Gewichten, was man da ein wenig variieren kann. 10 Gramm, 6 Gramm, 14 Gramm. Da noch ein paar kleinere, wo man auch noch eine Posenmontage machen kann. Und dann die Dropshot-Montage. Dann wollte ich ein paar schöne Gummiwürmer ran tun. Ich habe mal gesehen, in der Elbe geht das auch sehr gut. Ja, einmal in Rot und einmal in Gelb habe ich die. So habe ich noch einmal auch welche mit Aroma. Mit Knoblauch. So pinke. Hier habe ich auch ein paar von den Gummiwürmern reingelegt, damit man, ja, dass man mal gucken kann, ne? So, was haben wir noch? Ein wenig Powerbait, weil, ja, mal alles durchprobieren, ne? Mal gucken, ob ich alles in den Rucksack reinkriege. Das riecht nach Leber und ist so grün. Ehrlich gesagt habe ich damit noch nichts gefangen. Aber was nicht ist, das kann und wird noch, ne? Ja, das ist schwarz mit Silber und so Glitzer. So, noch ein paar Handschuhe, damit man auch nicht wegflutscht, falls man Fisch fängt, ne? Dann habe ich hier noch meine kleine Box. Die gefällt mir auch sehr gut. Mit denen. So ähnlich sah der aus, womit ich meinen Rekordzander gefangen habe. Den habe ich leider nix gefangen. Nämlich vom Polenmarkt. So ein kleiner Spinmate. Dann nochmal in zwei verschiedenen Formen. Zwei Spoons. So, die sind einfach. Das ist einfach grün mit so einem auch grüner Unterseite. Der ist hier lila-schwarz. Und der ist so weiß auf der anderen Seite. Vielleicht bräuchte man da nochmal so einen hellen. Hier habe ich noch einen Blinker. Ja, den habe ich nicht so viel benutzt, aber ja, der war auch ziemlich billig. Aber ja, man kann ja mal alles durchprobieren, ne? Noch so einen mit Gold mit so einem Fischmuster drauf und dann noch ein paar Stopper für eine Posenmontage. Den Blinker habe ich vom Kollegen abgezogen. So ein, ja, halt ein Blinker, ne? 13 Gramm. So ein paar kleine Sachen. Noch ein paar Murmeln. Ein paar Murmeln, noch ein paar Haken ohne Widerhaken. Dinger werde ich, glaube ich, nie benutzen, aber falls ich mal irgendwo bin, wo man das braucht, dann benutzt man die, ne? Noch ein paar Snaps mit Wirbel drin und dann noch mehr, noch einmal in einer anderen Größe. Hier ist meine größere Box. Hier habe ich ein paar Posen in verschiedenen Gewichtsklassen. Noch ein Schwimmer. Laufpose heißt das, glaube ich, das Ding. Ja, das. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ne? Hier ist noch so eine Wasserkugel. Die ist ganz cool. Die kann man mit verschiedenen. Das kann man hier quasi rausmachen. Dann kann man hier die mit verschiedenen Wassermengen füllen. Und dann kann man da quasi verschiedene Gewichte mitmachen. Die ist ganz gut. Ein Stück Leder. Hier habe ich noch ein paar Haken. So eine Tintenpatrone. So, dann noch ein Wobbler vom Kollegen geschenkt bekommen. Zack. Und dann noch ein paar Vorfächer. Einmal für Forelle. So kleine für Rotfeder. Und dann noch ein paar größere für Zander. Besser in einen Plastikbeutel tun. So, habe ich meinen Rucksack fertig gepackt. Selten etwas Schlaueres gesehen. Also hier sind meine ganzen Campingsachen drin und so.
Hier ist mein Paracord. Und hier habe ich quasi meine Isomatte festgespannt unter den Halter des Rucksacks. Und da dran hängt noch mein kleiner Rucksack mit meinen Angelsachen. Ja. Für ein Outro habe ich keine Idee. Deswegen mache ich so. Macht's gut. Tschüss.